Heute zeige ich, wie du deine Requires und Includes aus dem Code entfernen kannst. Los geht's! Hallo, mein Name ist Vitaly Mik, willkommen auf meinem Kanal. Hier lernst du alles über PHP, Webentwicklung und Spieleentwicklung. Jeden Freitag lade ich hier ein neues Video hoch. Wenn du kein weiteres Video von mir verpassen willst, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Außerdem lade ich jeden Tag auf Instagram und Twitter ein kleines Tutorial-Bildchen hoch, wo du nach und nach etwas über die Webentwicklung lernst. Folge mir also auch auf Twitter und Instagram für die Daily Tipps. Und falls du mich schon kennst, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Heute zeige ich, wie du deine Klassen automatisch laden kannst. Als erstes vorweg, wenn du schon in irgendeinem anderen Tutorial die Funktion Autoload gesehen hast, vergiss diese bitte sofort, denn diese Funktion ist veraltet und wird ab der PHP Version 7.2 entfernt. Statt dieser Funktion können wir in PHP eine eigene Funktion definieren und diese als Autoloader registrieren. Dazu nutzen wir die Funktion SPL Autoload Register. Wir können einfach eine Funktion erstellen und diese kriegt als Parameter den Klassennamen übergeben. Geben wir doch den Parameter aus, damit wir überhaupt sehen können, was da ankommt. Den Funktionsnamen kann ich jetzt an die Funktion SPL-AutoLoadRegister als String übergeben. Sobald ich eine neue Instanz oder eine statische Methode oder eine Konstante einer Klasse aufrufe, wird diese Funktion automatisch von PHP getriggert. Ich starte jetzt einfach mal den Webserver. Wenn du wissen willst, wie du einen lokalen Webserver installierst, ich habe es mal oben verlinkt. Sobald ich eine neue Instanz der Klasse Foo angelegt habe und das dann aufrufe, sehe ich im VDump den Klassennamen. Angenommen, alle meine Klassendateien befinden sich in Ordner Classes, also kann ich den Quellcode so schreiben. Das sieht natürlich nicht schön aus, wenn der Ordnernamen direkt in der Funktion eingetragen wurde. Um das besser zu machen, muss ich außerhalb der Funktion eine Variable anlegen, in der dann drin steht, in welchen Ordner sich die Klassen befinden. Danach muss ich meine Funktion in eine anonyme Funktion umwandeln, denn nur so kann ich die Variable von außen benutzen. Ich erstelle jetzt einen String, um aus dem Klassennamen dann anschließend den Dateinamen zu ermitteln. Natürlich muss ich vorher prüfen, ob die Datei existiert. Das Ganze funktioniert aber nur solange du nur eine Klasse pro Datei hast. Gibt es mehrere Klassen in einer Datei, dann wird das Ganze natürlich nicht funktionieren. Aber alle Klassen in einem Ordner zu hinterlegen ist ja auch nicht besonders sinnvoll. Und deswegen bilden wir jetzt eine Ordnerstruktur ab. Wie bildet man am sinnvollsten eine Ordnerstruktur ab? Wir können ja im Klassennamen die komplette Ordnerstruktur hinterlegen und alles mit einem Unterstrich verbinden. Angenommen, unsere Klasse Foo befindet sich jetzt im Ordner 1 und da drin in einem Unterordner B. Dann benennen wir doch diese Klasse einfach Ordner 1 unterstrich Ordner B unterstrich Foo. Im Autoloader ersetzen wir mit String Replace alle Unterstriche mit einem Directory Separator. Diese Konstante enthält einen Slash bzw. einen Backslash, je nachdem auf welchem Betriebssystem gerade PHP läuft. Unter Windows werden ja die Ordner so angezeigt. Und auf dem Mac bzw. Linux sehen die Ordner so aus. Wie ihr seht, sind die Slashes anders, je nachdem auf welchem Betriebssystem man ist. Apropos unterschiedliche Betriebssysteme. Bei Klassennamen muss man auf Groß- und Kleinschreibung achten. Unter Windows spielt es keine Rolle, ob ihr eine Klasse groß oder klein schreibt, aber spätestens wenn ihr euer Projekt auf einen Linux-Server hochlädt, könntet ihr Probleme kriegen. Also benenne ich jetzt meine Klasse in Ordner 1, Ordner B, Foo, mit großen Buchstaben. Die Schreibweise aus Groß- und Kleinbuchstaben nennt man übrigens auch Camel Case, weil die Buchstaben eine Welle ergeben beim Lesen. Diese Welle erinnert einen an die Kamelhöcker. Deswegen wurde es auch Camel Case genannt. Das aber nur am Rande. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, hinterlasst mir doch ein Like. Jetzt funktioniert das mit den Ordnern, aber der Klassenname ist jetzt so lang geworden, dass sie ziemlich unschön aus. Also bauen wir jetzt eine Alternative ein. Namespaces. So wie der Name schon sagt, sind es Namensbereiche, also eine Art virtuelle Verzeichnisse. Diese können wir mit dem Wort Namespace definieren und dann dahinter den Pfad mit Backslashes angeben. Also schreiben wir in unsere Klassendatei oben Namespace Ordner 1 / Ordner B und benennen die Klasse Foo.
Damit haben wir schön die Ordnerstruktur über Namespace abgebildet und unser Klassenname ist schön kurz. Über ein Use definieren wir, aus welchem Namespace wir eine Klasse benutzen wollen. Doch der Autoloader wird so nicht funktionieren, weil er die Namespaces noch gar nicht kennt. Wenn wir jetzt mit VARDUMP den Klassennamen ausgeben, sehen wir dann folgendes Ergebnis. Wir haben hier zwei Probleme. Das erste Problem ist, wir haben einen gesamten String, wo sich der Namespace und der Klassennamen drin befindet. Wir müssen diesen String in zwei Bereiche aufteilen, einmal den Namespace und einmal den Klassennamen. Den Klassennamen finden wir heraus, indem wir aus dem langen Text den letzten Backslash herausfinden und alles bis zum Backslash wegschneiden. Alles, was vor dem Klassennamen steht, ist dann unsere Ordnerstruktur. Das zweite Problem, was wir hier haben, ist, wir können mit einem Backslash nicht einfach so arbeiten. Ein Backslash wird in PHP zum Escapen benutzt. Was Escapen ist, erkläre ich in einem anderen Video. Aktuell musst du nur wissen, dass wir die Backslashes einfach doppelt angeben, damit wir mit denen weiterarbeiten können. Im ersten Schritt müssen wir herausfinden, wo sich das letzte Backslash im String befindet. Das machen wir über die Funktion StringPosition, also abgekürzt strpos. Sobald wir die Position gefunden haben, schneiden wir alles vom Anfang des Strings weg bis zu dem letzten Backslash und das speichern wir in die Variable Namespace. Alles ab der Position des letzten Backslashes bis zum Schluss ist dann unser Klassenname. Jetzt müssen wir nur noch im Namespace alle Backslashes mit dem Directory-Separator ersetzen und hinten noch einen abschließenden Separator anhängen. Jetzt steht im Filename unsere komplette Ordnerstruktur. An diese Ordnerstruktur hängen wir hinten den neuen ermittelten Klassennamen an. Damit das Anhängen des Strings auch ohne Namespace funktioniert, muss ich vor dem if auch nochmal den Filename definieren. Ihr erinnert euch? Kein else, einfach nur Default-Wert vor dem if definieren. Das Video dazu habe ich oben verlinkt. Jetzt funktioniert unser Autoload sowohl mit Unterstrichen als auch mit Namespaces. Übrigens sind diese Autoload-Regeln auch in einem Standard definiert, dem sogenannten PSR0. Den Link zum Standard und auch natürlich den Quellcode findest du beides in der Beschreibung. Jetzt weißt du, wie eine Autoload-Funktion aussieht, aber was ist eigentlich mit Funktionen? Leider bietet PHP keine offiziellen Möglichkeiten an, Funktionen im Skript automatisiert nachzuladen bzw. bei Bedarf. Du kannst aber mit einem kleinen Hack dennoch den Autoload-Mechanismus nutzen für Funktionen. Am Anfang des Videos habe ich ja erwähnt, dass die Autoload-Funktion auch dann getriggert wird, wenn wir eine Konstante einer Klasse aufrufen. Und in der Regel habt ihr eh meistens alle eure Funktionen in eine Datei gruppiert. Also kann man am Anfang jeder dieser Datei eine Klasse anlegen, die genauso heißt wie die Datei mit einer Konstante Functions oder so. Wenn du jetzt Funktionen aus einer Datei benutzen willst, dann brauchst du nur oben ein Use zu schreiben mit dem Namespace, dann die Klasse aufzurufen mit der Konstante, etwa so. Dabei musst du aber aufpassen, denn die Funktionen, die du in der Datei definiert hast, befinden sich jetzt in einem Namensraum. Das heißt, wenn du sie irgendwo extern aufrufst, musst du auch immer dort den Namespace mit angeben. Hat aber auch den Vorteil, dass du den gleichen Funktionsnamen in unterschiedlichen Namespaces verwenden kannst. Also, zusammengefasst, nutzt nicht die Autoload-Funktion. Mit Unterstrichen könnt ihr die Ordnerstruktur einer Klasse definieren, besser wäre es natürlich mit Namespace. Wenn du eine Klasse in Funktionsdateien definierst, kannst du da auch den Autoload-Mechanismus nutzen. Ich hoffe, dieses Tutorial hat dir geholfen, deine Includes und Requireds aus dem Code zu entfernen und auf einen Autoload-Mechanismus zu setzen. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum Code, dann schreib es doch in die Kommentare. War das Video nützlich für dich, dann abonniere doch meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Vergiss auch nicht, ein Like zu hinterlassen. Ansonsten sehe ich dich beim nächsten Video. Tschüss!